Das kam aus Elmenham. Valdis muss dort eingetroffen sein. Ja, und damit hallo. Die Flotte der Brüder. Versammelt und bereit. Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. So, wo ist der Typ denn? Können wir das wahrlich schaffen? Endlich kommt mein Raumschiff wieder zum Einsatz. Es schmerzte mich anzusehen, wie es Staub ansetzte. Unsere Schiffe sind stabil, aber... Weg mal erstmal was plündern hier. Eivor, die Kunde von deinen Taten in Theodford hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Männer aus ganz East Anglia strömen herbei und unsere Schiffe sind bereit. Theodfords Gräbe ist mit uns. Seine Leute werden bald hier sein. Mehr als seine. Das Horn aus Kuningsrast hat Männer aus dem ganzen Reich angelockt. Wir bekommen das Heer, das wir brauchen. Anscheinend hat Oswald schließlich doch bekommen, was er wollte. Sachsen und Dänen vereint für dieselbe Sache. Eine Schande, dass er es nicht mehr sehen kann. Die Streitmacht ist bald bereit. Bist du bereit für den Angriff? Nö. Aber können wir gerne machen. Das bin ich. Castel Buch ist unser Ziel. Man sagt, es wäre uneinnehmbar. Gut. Sollen die sich in falscher Sicherheit wiegen? Im Schutz der Nacht wird Valdis die Fürth zum Haupttor führen. Sobald Rüdsmänner abgelenkt sind, greifen die anderen vom Wasser aus das Seetor in ihrem Rücken an. Und sobald wir drin sind, lassen wir kein Tor verschlossen. Rüdsmänner dürfen sich nicht verschanzen. Dein Langschiff, ist es bereit? Es wartet auf seinen besonderen Ruhm. Sie brauchen ein Wort von dir. Ja, bestimmt passt irgendwie alles, ne? Oswald war ein Mann, der nicht zögerte, wenn er um einen Gefallen gebeten wurde. Ein starker und gerechter Mann. Ein Mann, der sein Leben für seinen Clan gab. Ehrt ihn am heutigen Tag. Gedenkt seiner und kämpft mit demselben Mut, den er auch zeigte. Heute ist der große Tag. Heute befreien wir East Anglia von Rüds Clan. Ein für alle Mal. Ich habe so das Gefühl, dass der ganz zufrieden mit mir ist. Das Wetter ist schlecht. Erinnerst du dich an meinen Traum? Du segeltest durch Helheim auf einem brennenden Schiff. Jetzt könnte er wahr werden. Träume. Leben. Vielleicht sind sie ja ein und dasselbe. Ramme Castel Buhr, okay. Ich reite das flammende Seeross gegen einen Wald aus Speeren. Der Beschützer in der Brandung brennt, um meinen Ruhm zu mehren. Eivor, die Poetin. Macht euch bereit. Die Scheißkerle werden uns kommen sehen. Ja. Wohl wahr. Wir wurden entdeckt. Ruhig! Kurs halten! Seid bereit, in Deckung zu gehen, Männer. Wir bringen Helheim zu unseren Feinden. Die schön!
Sie senden uns ein paar fliegende Geschenke. Bei Odin Tanz mögen seine Schildweiden sie schnell holen. Oh oh, ich sehe schon brennendes Schiff, das ist nicht gut. Das war ziemlich knapp. Haltet die Schildarme locker. Bleibt standhaft, Männer. Ich hoffe, die Leute segeln, schwimmen wenigstens noch bis zum Land. Haltet euch fest! Bereit zum Aufprall! Festhalten! Du sollst nicht gucken, du sollst kämpfen. Wir müssen dieses Tor öffnen. Mit mir, für Odin. Benutzt die wunderbare Ramme. Ihr werdet alle fallen. Macht sie alle nieder. Das ist für Oswald. Kommt und sterbt durch meine Klinge. Wir sind gleich durch, Männer. Weiter. Das schaffen. Aus dem Weg! Aufpassen! Ja! Treffer fallen sich auf! Pfeilbeschuss! Entdeckung! Und weiter. Schilde hoch! Leute, ihr sollt nicht brennen, ihr sollt weitermachen. Schilde! Zum Tor und schlag zu! Schlag zu! Ist Engler, hängt davon ab! Unser Schlachtplan geht auf! Nicht nachlassen! Die Furt ist durchgebrochen. Diese Händler und Bauern können kämpfen. Ich brauche Hilfe bei diesem Tor! Das wohl nicht so gut? Ich dachte, es kommen nur Pfeile. Wir kommen durch! Ihr werdet alle fallen! Wo sind die anderen?
Er lebt. Also doch. Aswald lebt! Eivor, bist du das? Halt dein Maul, Hänfling. Halt durch! Das dauert nicht lang. Sorgt euch nicht um mich. Du musst... Schweig, du Narr! So weit ist es also gekommen, Wolfsmal? Zwei Dänen kämpfen um einen dreckigen sächsischen Hurensohn? Wenn du dieses Schwein willst, dann komm und hol es dir! Ja, aber hallo. Geduld ist keine Schande. Ich meine deine Leiche. Das Futter von Ephraim hat gesprochen. Er gibt dich an. Ich werde Gefangene von... Kämpfst du für deine geliebten Sachsen? Wild, du führst einen erbärmlichen Clan. Ja, einen, der dieses Land zwei Sommer lang ausgeblutet hat. Flieh, Rüd. Hallo. Kann die mal irgendwas machen? Nicht, bis ich mir alles geholt habe, was diese Ufer bieten. Ist Engler bekommt sein König. Und du wirst es nicht sein. Dieser erbärmliche Wurm ist gefährlich. Du bist blind, wenn du an seiner Seite stehst. Jene, die für einen Sachsenkönig kämpfen, die Sagas werden diesen Tag verfluchen. Trotz allem wird nur die kalte Dunkelheit von Helheim auf dich warten. Valhall ist mein Schicksal. Jedoch nicht heute. Noch nicht heute. Wieso kämpft eine Dänin mit Klauen und... Nicht heute? Danke. Du verbindest dich mit diesen Nichtsnutzen, diesen verweichlichten Schweinen? Wofür? Für ein bisschen Land und ein Friedensversprechen? Eivor, nein! Er wird vor Gott gerichtet, von einer ordentlichen Versammlung. Meine Herrschaft wird nicht mit unnötigem Blutvergießen beginnen. Wie ein zänkisches Weib. Er muss sterben für das Unheil, das er angerichtet hat. Die Gesetze sind eindeutig. Dies sind Oswalds Lande. Wie er herrscht, ist seine Entscheidung. Beugt Eivor das Haupt vor Königen? Dem König zu trotzen würde ihn beschämen. Erst Engler kommt nur auf die Beine, ist seine Ehre unversehrt. Und was ist mit deiner Ehre? Wie viel bist du gewillt zu verlieren? Ganz ehrlich, ich würde ihn den Kopf abschlagen. Also jetzt an ihrer Stelle, aber ich bin auch ganz ehrlich, er soll regieren, er muss wissen, ja, wie er es halt eben für richtig hält. Der rechtmäßige König von East Engler hat heute dein Leben verschont. Und so soll es sein. Mitgefühl ist eine Tugend, die jeden ziert, Eivor. Sogar dich. Ich danke dir. Das war kein Mitgefühl, Kleiner. Ich sollte mit Oswald sprechen. Und sehen, wie es ihm geht. Moment, aber bevor ich das mache, werde ich vorsichtshalber lieber mal speichern. Danke, dass du an mich geglaubt hast, Eivor. Ich kenne den Wert einer solchen Geste. All das ist wie ein Traum. Aber du schläfst gar nicht. Gut gekämpft, sehr gut, ihr beide. Du bist auch hier, alter Freund?
Hätte ich gewusst, dass du noch lebst, wäre ich in Norwegen geblieben. Seht euch um. Eine glückliche Fügung und ein ruhmreicher Sieg. Und bald wird noch Großartigeres geschehen. Unsere Hochzeit, meine Liebe. Wenn du mich noch willst, natürlich. Wieso sollte ich dich nicht wollen? Ich kämpfte schlecht. Ich schmolz unter der Hitze und Wut dieses Rohlings. Und niemals... Oswald, halt ein. Du hast gekämpft. Mit Herz und mit Seele. Das ist alles, was du je tun musst. Dann komm. Wir haben viel vorzubereiten. Eine Braut und ein Königreich erwarten ihn. Was würden einige Männer nicht dafür geben? Zahllose Männer sind dafür gestorben. Und du, Finn? Bist du eifersüchtig? Kaum. Mein Herz brennt, aber mein Körper schmerzt. Ich sehne mich nur nach einem langen Nickerchen. Da hinten sah ich einen Heuhaufen. Später, Eivor. Erst kümmere ich mich um die Verwundeten. Dann sehen wir uns bei der Hochzeit. Ja, das werden wir. Ich sollte zurück nach Elmenham. Oswalds Hochzeit wird bald beginnen. Ja, sehr schön. Aber wir gehen vorher nochmal kurz. Achso, die sind schon voll, okay. Ansonsten sehe ich jetzt gerade hier nichts, was wir irgendwie noch looten können. Oder? Haben wir hier noch irgendwas? Ich muss mal eben deinen Haken gut zerstören, tut mir leid. Tut mir leid. Kann ja sein, dass hier noch was ist zum Plündern. Siehst du, immerhin habe ich einen rechteckigen Stein bekommen, wofür auch immer das gut sein soll. Was siehst du da oben, Sühnen? Okay, der wäre schon mal nicht schlecht. Haben wir natürlich alles eben gar nicht mitbekommen beim Reinrennen. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal da nochmal hin. Ach so, genau. Ich gucke auch nochmal eben schnell nach den Fertigkeitspunkten. Und zwar, das ist ja auch noch der Weg des Berserkers. Das wollte ich nämlich eigentlich auch freischalten. Hier erstmal den Nahkampf. Feuerwiderstand oder Schleichen? Dann nehmen wir noch den Feuerwiderstand. So. Dann können wir jetzt mal gucken. Habe ich mir doch taktisch clever diese Schlacht hier gespart. Das habe ich nämlich schon vermutet, weil wir das ja auch an anderen... Habe ich mich jetzt gerade erschrocken? Junge, du solltest vielleicht mal aufwachen. Okay. Machen wir jetzt hier sowas wie Dungeon Keeper oder? Nein, 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 du sollst das nicht nehmen. Ja, anscheinend. Mega geil. Die brauchen wir nämlich so viel. Also so oft. Und Titan. Oh, das ist richtig geil. Weil... Hier ist noch was. Weil mir da nämlich noch eins von fehlte, damit ich dann die nächste Erweiterung machen kann. Geil, 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 geil. Das ist noch ein wenig weiter weg. Da schauen wir nochmal eben schnell auf der Karte. Haben wir da einen Schnellreisepunkt? Haben wir sogar. Sehr schön. Dann werde ich nochmal eben kurz einen Abstecher nach Hause machen. So, dann sprechen wir mal eben mit dem Schmied. Zeigst du mir deine Waren? Ich
hoffe, dass ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Spartanischer Bogen. Ne, der hat jetzt die letzte. Der hat die letzte Form erreicht. Dafür brauche ich jetzt 3 Goldbarren für die Axt. Okay. Die ist schon verbessert. Die Armschienen könnte man verbessern. Den Helm könnte man verbessern. Die Brust könnte man verbessern. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Sonst kann ich nichts für dich tun? Moment. Ich muss los. Bis bald. Pass auf dich auf. Oder habe ich das eben gesehen, dass man das übers Inventar machen kann? So, der braucht die 5, aber der braucht noch mehr von dem Eisenerz. Ah, okay, dann könnte ich also den spartanischen Bogen nochmal besser machen. Der braucht aber kein... Nee, der braucht nicht die Barren. Die Barren nehme ich mal an, die brauchen wir generell nicht hier drin. Die Axt könnte ich theoretisch auch verbessern. Ja gut, die benutze ich halt mehr als den Bogen, ne? Dafür bräuchte ich aber noch das restliche Eisenerz. Schauen wir mal, ob wir eventuell nochmal was bei der Händlerin einkaufen können. Kannst du auch normales Deutsch sprechen bitte, sonst verstehe ich dich nicht. Was kannst du mir heute anbieten? So, so viel haben wir natürlich jetzt nicht dazu bekommen. Großartig! Das nehme ich gerne. Das solltest du kaufen. Aber die können wieder komplett neu gekauft werden. Das ist sehr geil. Dann machen wir das natürlich auch direkt mal. Ich habe noch mehr. Schau einfach mal wieder vorbei. Ja, ja, ja. Wir werden zwar langsam, aber sicher ein bisschen knapp mit dem Geld, aber das ist nicht so schlimm. Weil wir brauchen unheimlich viel von dem Leder und unheimlich viel von dem Eisenerz natürlich. Du brauchst das doch. Auch sonst nichts. Ja, ja, ich weiß, dass ich das brauche. Ich muss gehen. Bleib gesund. Lass dich mal wieder blicken. So. Dann würde ich sagen, da der spartanische Bogen sowieso zum einen mehr Angriffskraft hat als die Axt und zum anderen schon auf Gold ist und die Axt eben noch nicht, würde ich mal sagen, dass wir die Axt ein bisschen verbessern. 300, ja. Damit ich auch nochmal so ein bisschen was dazu bekomme. Was brauche ich denn jetzt? Jetzt brauche ich wieder 5 von den Dingern. Ja, okay. Das war, glaube ich, fürs Schild eigentlich gedacht. Nee, da brauche ich nur Eisenerz. Okay. Zeig mir, was du anzubieten hast. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass es so auf die Schnelle nicht geht. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Beehr mich bald wieder. So, wir können aber eventuell den kleinen Trick anwenden, dass wir meditieren. Einfach mal ausprobieren. Wahrscheinlich ist es jetzt noch nicht so weit. Was kannst du mir heute anbieten? Nee. Sonst nichts? Wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal, Eivor. So, jetzt ist die große Frage. Zeig mir, was du anzubieten hast. Sie hat es immer noch nicht. Also entweder liegt es jetzt daran, dass wir nicht weggereist sind in der Zeit oder... Ich muss los. Ja. Bis bald. Oder es liegt an irgendwas anderem. Schade, schade, aber kann man nichts machen. Wenigstens wissen wir jetzt schon mal, dass
der gedachte Trick 17 leider nicht funktioniert. Ja, ich werde mich dann jetzt mal auf die Reise nach Elmenham aufmachen und mal schauen, was es da so für eine Hochzeit gibt, beziehungsweise ein bisschen mitfeiern. Und ihr seht das Ganze allerdings erst in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.